Herzlich willkommen. Dies ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Verlag für Berlin-Brandenburg, bei dem das Buch von Hajo Funke, AfD, Pegida, Gewaltnetze von Wutbürgern und Brandstiftern erschienen ist. Um dieses Buch wird es heute gehen. Es stammt von dem hochverehrten Hajo Funke, emeritierter Politikprofessor von der FU Berlin und ich würde sagen einer der Experten zum Thema von Rechtspopulismus bis zu rechten Terror in Deutschland. Und immer mehr in der letzten Zeit werden ja solche Experten auch von den Medien gesucht. Und wenn so ein Fall eintritt, bin ich immer hoch erleichtert, wenn es Hajo Funke ist, der ins Mikrofon sprechen darf, weil dann kann ich ganz gewiss sein, dass da was Vernünftiges bei rauskommt. Ich heiße ihn ganz herzlich willkommen. Hallo Hajo. Und Hajo Funke präsentiert sein Buch und das tut er im Gespräch mit dem nicht minder verehrten Gregor Gysi, dem langjährigen Fraktionschef der Linken im Bundestag und neuerdings Chef der Europäischen Linken. Auch ihm ein herzliches Willkommen hier im Haus. Und Gregor Gysi ist auch frisch gekürter Ritter, und zwar des Ordens Wider den tierischen Ernst. Und ich hoffe, dass das eine Garantie dafür ist, dass wir bei dem Thema, um das es heute geht, AfD, Pegida und andere Irre, uns nicht passiert, dass wir den Humor verlieren. Schock und Staunen, Hilflosigkeit und Ratlosigkeit war gestern. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir nach vorne schauen, uns überlegen, was wir gegen diesen ganzen Ungeist nochmal von Rechtspopulismus à la Couleur bis zu rechten Terror tun können, was wir dem entgegensetzen können. Und da erwarte ich mir von der heutigen Veranstaltung eine ganze Menge. Bevor ich das Podium verlasse, noch zwei organisatorische Hinweise, vielleicht auch so ein bisschen der Ablauf. Das Gespräch wird eine Stunde dauern, plus minus, und dann gibt es noch eine halbe Stunde Gelegenheit zur Diskussion. Erst dazu komme ich dann wieder auf die Bühne und versuche das dann mit euch zu moderieren. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, aber ausschließlich das Gespräch unserer beiden Gäste. Und ich würde euch herzlich bitten, beim Rausgehen, Reingehen oder beim Rumreichen auch euch in die Teilnehmerinnenlisten einzutragen. Vielen herzlichen Dank und einen Abend mit viel Gewinn für uns alle. Ich übergebe das Podium. Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe gerade, haben wir uns daran erinnert, dass Hajo Funke so einer der ersten war, der mich interviewt hat, als ich Vorsitzender der Partei wurde. Das war also 1989 und liegt schon eine Weile zurück. Dafür haben wir uns beide ja einigermaßen gehalten, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Also jedenfalls du. Na, du auch. So, aber jetzt zu dem Buch. Ich habe mal ein paar Fragen am Anfang. Ist mein Verdacht richtig oder siehst du das gänzlich anders, dass der Begriff des Rechtspopulismus entstanden ist, um nicht Rechtsextremismus dazu zu sagen, obwohl es in Wirklichkeit ein Rechtsextremismus ist, und dass man den Begriff des Rechtspopulismus deshalb erfunden hat, um eine Rechtfertigung zu haben, mit ihnen noch reden zu können? Denn wenn da die NPD säße, das würde ja die ARD und das ZDF nicht machen, aber bei Rechtspopulisten kann man das ja machen. Ist das völlig falsch von mir gedacht oder könnte da was dran sein? Da ist was dran, aber es ist falsch. Das gefällt mir schon. Okay, dann die nächste Frage. Nein. Ich habe das umgangen, das Problem, weil ich in der Tat auch sehe, dass diese AfD ins Rechtsradikale übergegangen ist, nicht nur durch den Höcke, den man jetzt loswerden will und nicht losbekommen wird, und deswegen einen Machtkampf in den Wahlkampf hineinnimmt, in der
Annahme, dass man über diesen Machtkampf auch Nationalkonservative hinzuzieht, was eine relativ utopische Annahme ist. Was den Rechtspopulismus anlangt, gibt es in der Tat eine breite Debatte in Europa. Der Rechtspopulismus definiert sich, wir sind das Volk, und zwar so, wie wir es definieren, mal völkisch, mal so, und in Bajorka heute noch anders. Und wir sind die Führer, die die Lösung bieten, als das Volk, was wir uns selbst definieren. Da wir diese Lösungen nicht gleich bekommen, suchen wir Leute aus, die wir als Schwächere in der Regel zum Sündenbock erklären. Das kann das Establishment sein, das kann Europa sein, vor allem aber sind es Minderheiten. Und das ist der Übergang, diese Entfesselung des Ressentiments gegen Minderheiten. Bei Jörg Haider war es vor 30 Jahren der Jude, ich habe das selbst in antisemitischen Kampagnen erlebt in Wien. Heute ist es mehr der Muslim, nicht nur der Islam als Islam. Und das erleben wir in dramatischer und rechtsradikaler, zum Teil völkischer Form bei der AfD. Also rechtspopulistisch ist die Methode, aber der Inhalt ist inzwischen rechtsradikal. Ich saß bei Frau Maischberger einmal Frau von Storch gegenüber und unser Verhältnis war so, dass also kein Mensch je auf die Idee gekommen wäre, mich zu fragen, ob wir koalieren könnten. Aber das Interessante war, ich habe 4 Mappen Briefe bekommen, die ich alle beantwortet habe, nur böse Briefe. Also von wem? Naja, ich nehme mal an, in der Regel AfD-Wähler, die schreiben das ja nicht so direkt. Also nehme ich an, und AfD-Wählerinnen, aber mehr AfD-Wähler. 2 haben geschrieben, dass sie früher mal PDS gewählt haben oder Linke und inzwischen die AfD wählen, aber das war eine Ausnahme. Aber interessant war trotzdem die Reaktion, wie empfindlich sie darauf reagieren. Warum eigentlich? Also wenn ich mich nur rechtsextrem fühle, dann kann mir das doch wurscht sein, was der Gysi da erzählt. Warum ärgern Sie sich so darüber? Die hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich habe gesagt, Sie sind ja für einen Schießbefehl an der Grenze, hat sie gesagt, Sie verstehen ja was davon, Sie kommen ja aus der SED. Habe ich gesagt, eben weil ich was davon verstehe, bin ich ja dagegen, aber Sie sind dafür, das ist das Problem. Na, und so ging das zwischen uns die ganze Zeit. Ja, das hat die natürlich alle sehr erregt. Warum sind die auch noch empfindlich? Ja, das ist eine psychologische Frage. Also ich habe einige erlebt, die nicht empfindlich sind. Also Höcke gehört zu denen, die nicht empfindlich sind. Ja, na gut, der schreibt mir auch nicht. Die anderen wollen natürlich Macht, Einfluss, auch zum Teil narzisstisch unterlegt, Ausdehnung des Einflusses. Frau Petri will Macht. Auch sie ist in ihrer Selbstdefinition am Völkischen orientiert, am Deutschnationalen, alles Begriffe, die sie gut findet. Aber vor allem will sie Macht. Und deswegen glaube ich auch, dass der gegenwärtige Machtkampf zwischen der Petri, Prezell und anderen Fraktionen gegenüber den oder auf Höcke, Poggenburg, Gauland und Tillschneider gerichtet ein Machtkampf um Macht ist. Und damit ist gesetzt, dass man empfindlich ist. Wie erklärst du dir die zunehmende Rechtsentwicklung in den USA, in Europa und in Deutschland? In den USA ist es eine längere Entwicklung, die mit der Tea Party ja eigentlich schon mit dem katastrophalen Kurs von Bush Junior begonnen hat, der uns die Welt, aber auch Amerika, in 2 Abenteuer gestürzt hat. In das Militärische der Irak-Aggression mit im Ergebnis nach 10 Jahren 1 Million Tote durch den Krieg bedingt, nicht nur einige wenige Hunderttausende. Einer Zerstörung, weitgehenden moralischen Zerstörung von Teilen der Armee durch die Folter, von denen wir wissen. Das zweite ist die ökonomische, die überbordende Schuldenlast, die mit den Kriegen entstanden ist und die mit verursacht hat die Weltfinanzkrise 2008. Und aus dieser Misere ist Amerika nicht trotz der Versuche der Regierung Obama nicht mehr herausgekommen. Und das hat vor allem aber ein Teil der Bevölkerung weit, noch weiter als zuvor schon von der Demokratie entfremdet, die nicht mehr zur Wahl gehen, die sich abgehängt sehen oder abgehängt sind im Rostbelt und anderswo. Und dann von einer Tea Party repräsentiert werden, die dieses rechtspopulistisch, zum Teil rechtsradikale
Manöver betrieben haben, indem sie die Wut geschürt haben gegen Obama, auch als Schwarzen, und zugleich die Regierung selbst keine wirkliche Antwort auf die sozialen Probleme in der Globalisierung, die Amerika betroffen hat, gefunden hat. Und das ist, sind die Bedingungen dafür, dass dann eine radikalisierte Tea Party, beziehungsweise nun bei Trump, sogar nur die schiere Wut, das schiere Ressentiment Platz greifen konnte und von ihm brutal zum Sieg genutzt wurde. Dieser starke Mann, ich komme jetzt wieder nicht auf seinen Namen, Bannon oder so. Steve Bannon. Steve Bannon. Da sagte, als ich bei Lanz war, der Professor von der FU, der sich mit amerikanischem Recht beschäftigt, Herr Giese, das ist ein richtiger Faschist, hat er mir gesagt, er hat es in der Sendung gesagt und hat das auch begründet. Und ist es wahr, dass er mit die mächtigste Figur ist? Gegenwärtig ja. Er ist der Chef, Organisator im Weißen Haus neben dem Stabschef, der von der Republikanischen Partei abgeordnet ist. Und er hat die ersten Dekrete im Grunde organisiert, auch in der Vereinfachung und damit dem Problem, die dieses für Trump gebracht hat. Er hat den Nationalen Sicherheitsrat für sich umgedreht, eine Form von informellen Putsch durch ein weiteres Dekret. Und er ist, wie Micha Brumlik, der in unseren Reihen sitzt heute Abend, mich gestern informiert, ein Vertreter oder ein Verfechter oder ein Gläubiger von Julius Evola, einem sozusagen modernen Faschisten, der vor allem für Gewalt eintritt. Ein letzter Satz ist aus Haaretz, aber auch aus anderen Texten, wissen wir von einer berüchtigten Rede von Steve Bannon, die er per Skype im Vatikan bei einer rechtskatholischen Gruppe gehalten hat, wo er für die Eskalation der Zerstörung und die Ausrichtung in einen heiligen Krieg optiert. Solange er mächtig ist, ist Gefahr im Verzug. Er ist ja auch für ein weißes Amerika, ne? So hat er das ja genannt. Und vor allem tritt er ja, glaube ich, auch dafür auf, also er nennt sich Leninist, muss man sagen, was absurd ist, nur mit der Begründung, dass er wie Lenin die Herrschaftsstrukturen vernichten will. Wobei es natürlich einen Unterschied macht, ob man ein Zarenregime vernichtet oder ob man diese USA in ihren Strukturen vernichtet. Er macht den Unterschied nicht. Wie ernst schätzt du die Gefahren auch für Europa und weltweit ein durch die Wahl von Trump und seine Leute? Die Inaugurationsrede, die auch von ihm beeinflusst war, um das Mindeste zu sagen, von Trump, war ja eine der Zerstörung. Wir geben die Institutionen auf, das war die Botschaft, und wir sind das Opfer der gesamten Welt, gegen die wir uns wehren müssen. Das ist das erste Mal, dass eine Regierung, die antritt in Amerika, als Opfer der Welt begriffen hat, statt als stark. Das zeigt die ideologische Ausrichtung auch dieser Kampfrede, die deswegen weltweit Entsetzen bewirkt hat. Der andere Teil der Frage bezieht sich ja auf die möglichen Wirkungen. Das hängt sehr davon ab, ob Steve Bannon weiter diese mächtige Funktion hat. Das wissen wir nicht. Es ist denkbar, dass aufgrund der Irritation, die er jetzt schon ausgelöst hat, man aus pragmatischen Gründen sagt, also das geht zu weit. Das ist denkbar. Wir wissen es nicht. Ein Teil der Ministerien, des Außenministeriums und andere sind mit zwar Rechten, aber doch Pragmatikern besetzt, die diese Eskalation, die Steve Bannon vorschwebt, nicht so jedenfalls bisher mittragen und auch nicht mittragen dürften. Was Trump selbst anlangt, ist er kein ideologischer Überzeugungstäter im Sinne von Steve Bannon, aber mit ihm im Moment sehr verschwistert an der Macht. So, das ist die gegenwärtige Grundlage. Das kann sich innerhalb der nächsten Monate ändern und wird zu beobachten sein. Die Wirkungen sind zweifach. Wir haben eine ökonomische Strategie, die hoch riskant ist, weil es nicht nur der Reckenversuch ist, also durch Steuersenkung
und Einsatz von großen Mitteln, Investitionen zu befördern und Schulden zu machen, sondern das zugleich mit Restriktionen und Protektionismen und Strafzöllen gegenüber wechselweise so angekündigt Mexiko, Europa, China zu begleiten. Das geht nicht. Das führt zu unkontrollierbaren, zerstörerischen Effekten der Weltwirtschaft, wenn das so durchgeführt wird. Und führt damit dann auch zu ökonomischen Erschütterungen der Klientel, die ihn gewählt hat. Das heißt, er wird zwar für die einen Jobs bringen können, wenn er diese Strategie verficht, und in Teilen versucht das er gegenwärtig schon, und für andere Jobs verloren machen wird. Und das ist eine der Chancen, so bitterböse das zunächst ist, dafür, dass die Republikaner sagen, so haben wir es doch nicht gedacht, und dann die Checks and Balances, die zu mobilisieren sind, dazu führen, dass im Kongress der Druck auf diese Regierung erhöht werden könnte. Die Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland, wo siehst du da die Ursachen? Die sind unterschiedlich. Ein kurzes Wort zunächst zur deutschen Entwicklung. Wir haben damit wir haben die 90er Jahre, die sehr wichtig sind, auch für die jetzige Entwicklung. Aber ich beschränke mich mal, um es nicht zu lang zu machen, auf die Situation seit Oktober 2014, wo wir einen Doppelschlag hatten, nämlich einerseits der Auftritt von Pegida und auf der anderen Seite die Gewaltdemonstration von Hogesa in Köln, angeleitet unter anderem von einem verstorbenen V-Mann des Landesamts für Verfassungsschutz von Roland Sokol. Innerhalb von 4 Monaten hat sich die Gewaltzahl verdoppelt. Innerhalb von 4 Monaten durch die Entfesselung des Ressentiments der einen wie der anderen. Die AfD hat sich daran angeknüpft und nicht nur durch Höcke, sondern auch durch Gauland sofort, schon Ende 2014 gesagt, das ist die Pegida-Bewegung ist unsere natürliche Verbündete und hat dann auch über Gauland mit dafür gesorgt, dass Höcke eine relevante Funktion als völkisch-rechtsradikaler Agitator, der sozusagen von Aufstandsfantasien durchzogen ist, eine solche wichtige Funktion bekommen hat. Warum? Weil es rumort hat, dass in Teilen der Bevölkerung, ein Teil fühlt sich sozial abgehängt, Regionen sehen sich sozial abgehängt und es gibt einen breiten rechtsradikal, rechtsextremistischen Resonanzraum von 15-25% in der deutschen Bevölkerung seit langem, aber verstärkt auch in Teilen Ostdeutschlands, der durch diese Bewegungen, sowohl Pegida wie AfD und natürlich mit dem Gewaltsaum von Neonazis remobilisiert worden ist. Das ist die deutsche Entwicklung. Die europäische hat sehr zu tun mit analogen Prozessen des sich abgehängt Sehens, der Wirkung der Globalisierung. Inzwischen sind in einer Umfrage 45% in Europa davon überzeugt, dass die Globalisierung negative Wirkungen hat. In Österreich trotz der besseren, vergleichsweise besseren ökonomischen Lage sogar die Mehrheit, auch in Frankreich die Mehrheit. Und die wird durch eine alternative Politik, die diese sozialen Probleme und Ängste und anderes adressiert, nicht aufgefangen und hat im Moment sozusagen nur einen reaktionären Repräsentanten, nämlich Le Pen in Frankreich, die Strache-Gruppe der Freiheitlichen in Österreich, Lega Nord in Teilen Italiens, inzwischen radikalisiert und rassistisch radikalisiert für ganz Italien, daneben eine diffus-populistische Gruppe der Fünf-Sterne-Bewegung und in Holland aufgrund auch der großen Friktionen, die die Holländer sehen, mit ihren Minderheiten, mit Geert Wilders, einen rabiaten Islamfeind, die jeweils in diesen verschiedenen Ländern zwischen 20-30%, also noch nicht die Mehrheit bekommen, mit der Ausnahme, dass es beinahe bei der Präsidentschaft in Österreich, bei der Präsidentschaft, nicht sonst, zu einem Wechsel zu einem rechtspopulistischen Präsidenten hätte kommen können. Ich war übrigens in Nauders in einer Gaststätte da auf dem Skihang
Und der Chef sagte zu mir, ich hasse die Grünen. Noch nie in meinem Leben habe ich einen Grün gewählt. Diesmal zum ersten Mal musste ich einen Grün wählen, nur um diesen Rechtspopulisten zu verhindern. Aber der litt richtig darunter. Ja, da habe ich auch festgestellt, was da so für Verstimmungen herrschen. Ja, aber immerhin, den wollte er nicht. Das war das, was mich wieder beruhigt hat. Ja, zu dem Rest habe ich nichts gesagt. Was mich noch interessiert, ist bei dieser Rechtsentwicklung, glaubst du, dass der Anteil von Antisemiten und Rassisten in Deutschland wirklich zugenommen hat? Oder besteht der Unterschied darin, dass sie sich jetzt offener dazu bekennen als früher? Also früher begann ja der Satz damit, ich bin kein Rassist, aber. Und jetzt beginnt er erst nach dem Aber. Ist das der Unterschied und woran liegt es, dass plötzlich die Hemmungen, so zu sein, weggefallen sind? Das ist ganz entscheidend. Ich hatte von den 15-25% gesprochen, von der Sinus-Studie in den frühen 80er Jahren durchgängig bis zu den jüngsten sehr guten Studien von Andreas Zick und anderen, den Heidmeier-Studien zuvor, die in einem ähnlichen Zusammenhang zu sehen sind. Die Differenz ums Ganze ist, wenn Sie das ankreuzen oder sogar in der Kneipe oder sogar am Frühstückstisch oder am Arbeitstisch im Betrieb sagen oder wenn Sie das sich mobilisieren lassen, wenn also der Resonanzraum ins Schwingen gebracht wird und damit sich die Qualität und die Quantität dieser Rassismen, Antisemitismen und Flüchtlingsfeindlichkeiten ausdehnen. Sowohl ausdehnen, was das quantitative Ausmaß anlangt, wie auch sich selbst radikalisieren. Und Andreas Zick und andere haben in der jüngsten Studie genau beschrieben, dass es zwischen 2014 und 2016 eine Radikalisierung der Anhängerschaft der AfD gegeben hat. Und im Buch habe ich gezeigt, dass das Gleiche auch für die Pegida-Anhänger, die in ihren Kommunikationsformen analysiert worden sind, gilt, die inzwischen zu einem beträchtlichen Teil einfach nur paranoid sind und sagen, da ist der Muslim und wir müssen uns gegen ihn verteidigen. Wenn wir das nicht tun, werden wir überrollt, wird das Volk ausgetauscht oder wir haben sogar eine Gefahr an Leib und Leben. Das bedeutet, dass man dann natürlich logischerweise in deren Logik für Gewalt eintritt. Sind die Ängste zum Teil abstrakt, dort wo Menschen muslimischen Glaubens wohnen? Wahrscheinlich leben da auch andere Deutsche als woanders, aber die wählen ja kaum rechtspopulistisch oder rechtsextrem, also nur in geringem Umfang. Dort, wo es sie gar nicht gibt, findet das viel höheren Anklang. Kann man das als eine abstrakte Angst bezeichnen? Wie viele Muslime leben denn in Dresden? Nee, 5 oder 6? Oder? Nee, noch ein paar mehr, aber das... Du hast recht, der Kern deines Punkts trifft. Es ist eine projizierte, nicht nur abstrakt, sondern eine projizierte Angst. Das sind die, die wir für gefährlich erklären, wobei die Gründe, die Ursachen für diese Wahrnehmung der Gefährlichkeit von woanders stammen. Sie sind wie beim Antisemiten, da geht es nicht darum, dass wir dem Juden gegenüber sitzen und man deswegen antisemitisch reagiert im Falle eines Antisemiten, sondern das ist sozusagen die Eigenwirkung des Individuums, der mit seinen Ängsten, Wut, Aggressionen, Inkonsistenzen nicht anders umgehen will, als durch dieses ideologische Angebot, den darfst du schlagen, den darfst du herabwürdigen, den darfst du verachten. Dem darfst du gegenüber Ressentiments entfesseln, den darfst du zum Sündenbock erklären. Glaubst du, dass unsere Gesellschaft hier in Deutschland, aber vielleicht auch in anderen europäischen Ländern, professioneller im Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtspopulismus geworden ist, als die Gesellschaft zur Zeit der Weimarer Republik? Definitiv. Das liegt an zwei Dingen. Das liegt natürlich an der Grundlage einer ökonomisch einigermaßen sicheren Konstellation. Zweitens an an dem fehlenden Intensität und Ausmaß des ungeheuren Traumas, der am Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs
Bert Brecht hat es in Trommeln der Nacht drastisch beschrieben. Eine völlige Zerstörung großer Teile der Bevölkerung, mental, physisch, ökonomisch, politisch. Eine Novemberrevolution aus der Niederlage, aus der Depression, kein Erfolgsrezept in der Wahrnehmung von sehr vielen. Eine schwache politische Regierung, Konstellation, Koalition, der Weimarer Koalition, Erschütterung durch die Inflation 1923, von der Schäuble in seiner Politik immer noch zehrt, aber das nur nebenbei. Und dann die Weltwirtschaftskrise nach wenigen Jahren 1929. Die Faszination vom Faschismus der Rechten. Mussolinis Marsch auf Rom war 1922. Alle haben sich darauf bezogen. Das war die Geburtsstunde sozusagen. Wir haben eine Chance diesseits der Republik von rechts. Und die Nationalsozialisten haben daran angeknüpft, an diesem Erfolgsrezept des Marsches auf Rom. So, das ist die grob die Konstellation. Heute haben wir mit allen Brüchen, wir wissen, wovon wir reden gewissermaßen, eine umkämpfte Demokratie, die sich in der Auseinandersetzung mit dem Verbrechen des Nationalsozialismus nach den traumatischen 50er Schweigejahren ab den 60er Jahren bis in die 80er Jahren im Westen auseinandergesetzt hat und dann nach der Phase der Vereinigung trotz der traumatischen Umbruchswirren für sehr viele Menschen, ich sage nur Treuhand, sich gewissermaßen zusammengeruckelt hat, aber mit Grenzen. Deswegen, ohne dass ich je ostdeutschen Bashing machen wollen würde, ist zu beobachten, dass aufgrund dieser Erfahrung, dieser zum Teil sehr negativen Erfahrung in der Wahrnehmung sehr vieler Ostdeutscher, das Ausmaß der verlorenen Generation, der Kinder der Einheit, die nach rechts gegangen sind, größer, grob gesagt, als im Westen. Aber es ist ein West-Ost-Produkt, nicht ein Ost-Produkt. Und dennoch hat sich das trotz der Debatten in den Tausenderjahren nicht so ausgeweitet wie in den vergleichbaren Ländern um uns herum, weder im Osten noch im Westen noch erst recht in Amerika. So, und das wiederum hat seinen Grund, tut mir leid, dass es eine kompliziertere Antwort ist, das hat seinen Grund in der Wahrnehmung von sehr vielen, und du bist im Bundestag, von 80-90%, die sagen, diese Demokratie wollen wir mit Lammert verteidigen. Natürlich, im Osten haben sie ganz andere soziale Verwerfungen erlebt als je im Westen, weshalb die Ängste größer sind. Das kann man sich vorstellen. Ja, ich versuche ja nur zu übersetzen, das ist ja meine Aufgabe. Ja, tut mir leid. Nur ein Scherz. Professor emeritiert und so weiter. Klar, alles klar. Was macht das für einen Unterschied aus, dass die Konzerne in Deutschland vor 1933 den Binnenmarkt geschützt sehen wollen, während die Konzerne heute weltweit agieren und mit so einem engen Rassismus, so einem engen Nationalismus eigentlich gar nichts mehr anfangen können? Oder sehe ich das falsch? Es hat in der Weimarer Republik gewiss dazu geführt, dass es engere Verbindungen zwischen rechtsradikalen und ökonomischen Interessen gegeben hat. Heute haben wir ein anderes, aber ebenso schwerwiegendes Problem, dass nämlich die Globalisierungsdrücke, siehe Weltfinanzkrise, nicht sehr achtsam mit den Menschen umgehen. Das ist wahr. Aber es ist sozusagen nicht wie damals die berühmte Front der Konzernchefs mit ihnen im Augenblick zumindest zu fürchten, sondern eher, dass immer mehr Menschen sich darauf eingehen, weil sie sich vereinsamt, vereinzelt und im Stich gelassen. Das ist mehr eine soziale und sozialpsychologische dynamische Kraft, zum Teil gegen die Globalisierung statt mit denen, die die Globalisierung repräsentieren. Nun haben sich ja rechtspopulistische und rechtsextreme Kräfte getroffen in Deutschland. Ich habe jetzt die Stadt vergessen, wo es war. Das war Koblenz. Koblenz, ja. Und was mich interessiert, sind deiner Meinung nach die Rechtsextremen und rechts,
Populisten in der Lage, eine Art Internationale zu gründen, oder widerspricht das nicht ihrem Nationalismus? Oder können Sie sich darauf verständigen, dass jeder ja seinen Nationalismus für sein Land hat und darüber findet eine Verständigung statt? Also richtig kapiere ich es nicht. Deshalb frage ich dich danach. Nein, aber das Letztere ist ja der Fall. Jeder hat seinen Nationalismus gepredigt auf dieser Koblenzer Konferenz. Und sie haben sich gegenseitig zugeklatscht. Das heißt, zu einem gewissen Grad kann man sagen, du dort und wir hier, im Sinne jedem das Seine, wie es in der rechtsextremen Propaganda heißt, die Türkei den Türken, die Franzosen den Franzosen, Frankreich den Franzosen und dergleichen. Das heißt, über einen gewissen Spielraum kann man sich gegenseitig ergänzen und radikalisieren, zumal man einen neuen Feind hat. Das ist weniger, den gibt es immer noch, der Jude, Anführungsstriche. Es ist heute mehr der Islam, der Flüchtling und das Establishment. Und das in unterschiedlich radikalisierter Form, bei Lega Nord ganz rassistisch. Le Pen hat sich zu moderieren versucht, man weiß aber genau, dass die Traditionen des Rechtsextremismus weiter präsent sind, auch die Politikkonzepte sind absolut radikal. Zerstörung der EU, und dann werden wir sehen, dass wir selbst sind. So wie Brexit es auf seine Weise vorgemacht hat. Die größte Gefahr ist, dass wenn wir Euro-Referenden ansagen, es Kettenreaktionen gibt. In Italien genauso wie in Frankreich, erst recht, wenn man austritt. Das heißt, die Austrittsperspektive ist eine katastrophische Perspektive für die sozialen Belange des jeweiligen Landes und für Europa. Insofern sind wir gehalten, einen anderen Kurs als den Schäubles zu empfehlen. Wenn Großbritannien jetzt sich mit Ländern nach dem Austritt verbündet, wie der Türkei, wie den USA, und dadurch sogar wirtschaftliche Vorteile erlangte, zumindest vorübergehend, weil die ja auch alle nicht an der EU interessiert sind, kann man auch nach Russland denken, weil ja die EU blöderweise Sanktionen gegen Russland beschlossen hat, sodass Putin sie natürlich nicht mehr leiden kann. Also, weißt du, meine Regierung denkt immer, das Alphabet besteht aus A. Und ich versuche denen immer zu erklären, das geht von A bis Z. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist auch das R dann dazwischen, ja, ja, genau. Richtig. Und aber abgesehen davon, könnte das nicht dann sogar vorübergehend zumindest ökonomische und auch sogar soziale Vorteile für Großbritannien bringen, was dann den Druck der Rechtsextremen und Rechtspopulisten erfolgreich gestalten könnte, in ihren Ländern ebenfalls für den Austritt zu sein? Das sehe ich noch nicht. Also ich bin auch überfragt. Ich weiß nicht genau, ob es tatsächlich zu solchen Chancen kommt. Es gibt ganz andere Gefahren beim Brexit. Das ist der Steuerunterbietungswettbewerb, der wiederum Friktionen gegenüber beiden Seiten, sowohl in Großbritannien wie in Europa, bewirkt. Es gibt die Börse lässt wenig mit sich machen, wie wir wissen. Und auch da kann es Erschütterungen geben mit Folgewirkungen für veränderte ökonomische und Handelsinteressen. Das ist überhaupt nicht ausgemacht, dass sie jetzt vielleicht kurzfristig da oder dort einen Vorteil haben. Aber die Fragezeichen und die Sorgen auch von Ökonomen sind sehr viel größer. Das gilt für Amerika, das habe ich schon kurz angedeutet, das gilt auch für die Brexit-Interessen. Das sehe ich überhaupt nicht, jedenfalls gegenwärtig nicht, dass man sozusagen solche Ausgleichsschritte macht. Man versucht es und da und dort wird es funktionieren, aber nicht insgesamt. Die Rechten und die soziale Frage. Die Le Pen klaut ja alle sozialen Forderungen von den Linken, das macht ihr gar nichts aus. Die AfD nicht, weil die neoliberal gegründet wurde. Setzt sich da noch der Flügel durch, der sagt, wir müssen im Interesse unserer Wahlergebnisse etc. auch den Weg der Le Pen gehen und neben dem Rassismus und dem Nationalismus die soziale Frage versuchen so zu stellen, wie die Linken? Ja, das ist Höckes Konzept. Und es ist so gefährlich wie das von Le Pen.
Wenn auch Höcke sich ein Tort angetan hat, indem er sozusagen einige Konsense der großen Mehrheit der Bevölkerung angeschossen hat und zusammenzuschießen versucht. Diese Aufstandsrhetorik, dieses, wir sind kurz vorm Bürgerkrieg, dieses, ich bin aber hier Rassist, dieses und andere Rhetoriken dieses Agitators kommen nicht gut an. Sie kommen so wenig an wie Trumps Wahlkampf. Nur 10% der deutschen Bevölkerung halten ihn für charakterlich geeignet, das Amt überhaupt wahrzunehmen. Also Höcke überzieht, obwohl er sozial sein will, sozialnational, sozialvölkisch. So, das zu, also insofern sehe ich diese Gefahr gegenwärtig nicht. Es ist allerdings eine Mischung. Wir haben Neoliberale und Soziale. Wir haben zum Beispiel im Programm eine Formulierung über den Mindestlohn. Das steht da drin, aber es steht nicht die Zahl drin. Es können 2%, 2 D-Mark, 2 Euro, 5, 8, 10 sein. Es ist völlig diffus geblieben. Das ist der fahle Kompromiss zwischen diesen Fraktionen oder Tendenzen sind es ja eigentlich nur innerhalb der AfD. Das zur AfD. Zu Le Pen würde ich auch in Frage stellen, dass Le Pen die Forderung der Linken übernimmt. Das ist wie bei allen rechten Parteien, aber das weißt du viel genauso gut wie ich, denke ich, hat es eine Überformung, das kennen wir von der NPD ja schon, ins Völkische, nicht? Also es ist eine Form der rassistischen Kapitalismuskritik und entsprechender sozialer Forderungen. Völkisch, rassistisch, je nachdem. Ja, ich habe ja gesagt, ein Deutscher, der an der Seite nur der schwachen Deutschen steht, nicht anderer Schwacher, ja, ist kein Linker. Ja, eben. Der kann sogar extrem rechts sein. Ja. Ja. Auch Hitler hat irgendwas für deutsche Arme getan. Sehr viel. Aber eben nicht für einen polnischen, nicht für einen französischen, geschweige denn für einen jüdischen oder russischen etc. Und es war ein schlechtes ökonomisches Konzept. Ja, nebenbei. Und das ist ja auch Trump. Mhm. Und das ist meine große Differenz, wenn sich jemand als vermeintlich deutscher Linker doch darauf konzentriert, dass es ihm in erster Linie um die Schwachen in Deutschland geht. Um die geht es mir auch. Aber immer um alle Schwachen. Auch um die Sinti und Roma und so weiter, die gar keinen Nationalstaat haben. Wenn ich mich davon löse, so zumindest meine These, bin ich nicht mehr links. Ja, sehe ich genauso. Und so kenne ich dich. Das ist für mich wirklich eine zentrale Frage. Sag mal, was mich noch interessiert. Übrigens, der Deutschlandfunk hat mich interviewt. Und sagte dann mal, der Trump will auch, dass die Arbeiter das, der Trump will auch, der Trump will auch. Und dann habe ich gesagt, ja, der große Unterschied ist, die Mexikaner sind ihm scheißegal und mir nicht. Ja, ihm sind auch die Arbeiter scheißegal. Aber naja, das Wirklichkeit, ja, aber das ist immer schwer zu widerlegen, wenn die plötzlich tatsächlich einen Job kriegen. Ja, ich meine, Hitler hat ja auch dafür gesorgt, dass sie plötzlich Jobs hatten, die vorher arbeitslos waren. Und dann sagen sie, der denkt ja an mich. Wobei das natürlich sehr schwer ist. Was denkst du denn? Schätze mal das Verhalten unserer Strafverfolgungsbehörden ein und der Geheimdienste in Bezug auf die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Und gibt es dort deiner Meinung nach Veränderungen? Beginnt da etwas? Wo, in welche Richtung möchtest du also da Veränderungen? Also der Verfassungsschutz von Thüringen stand ja irgendwie doch ziemlich an der Seite der Rechtsextremisten. Gibt es dort jetzt eine Stimmung, dass das so nicht geht, dass man das verändern muss? Die Strafverfolgungsbehörden, gerade in Sachsen, diese Polizei ist so einseitig orientiert, weil sie ja seit 90 immer nur einen CDU-Minister haben und jetzt hatten die da ja eine Ausschusssitzung, Untersuchungsausschuss, und da hat der Polizeichef gesagt, Rechtskriminalität war nie ein Schwerpunkt für uns. Gar nicht erkannt, auch gar nicht gewollt. Dass das so ist, weiß ich. Meine Frage ist, siehst du Tendenzen, dass sich das ändert? Also hat sich Tillich zum Beispiel doch erschreckt am 3. Oktober,
des Jahres 2016, dass ihm das Ganze aus den Fugen geraten ist. Ich habe immer so kleine Hoffnung, dass sowas Wirkung erzielt, aber ich kann mich auch täuschen. Er hat sich erschreckt gezeigt. Das hat er schon vorher getan. Das hat er davor schon getan. Auch nach der NSU-Debatte, ich weiß es von Leuten, die mit ihm gesprochen haben, irgendwo in Zwickau oder sonst wo, Chemnitz, hat er sich erschrocken gezeigt. Ich sehe bisher nicht, dass jedenfalls in Sachsen daraus Konsequenzen gezogen worden wären. Ich sehe es schlicht nicht. Die schwache Koalitionspartei SPD befürwortet solche Konsequenzen. Ulbig ist immer noch Innenminister und er ist für die Strafverfolgung eine Katastrophe. Klausnitz, Freital, Heidenau, so dass es die Republik erfahren hat, so dass es Angela Merkel erfahren hat, so dass es Gabriel erfahren hat, so dass es vor allem die Linken erfahren hat, weil sie bedroht wurden. Es gibt viele Beispiele aus Bautzen, wo auch ich Freunde habe, oder Meißen oder Freital oder Grimma oder Limbach-Oberfrohna, wo auch der NSU eine Repräsentation hatte lange Zeit, an die dann Piato, der V-Mann des Landesverfassungsschutzes von Brandenburg, herangeführt wurde von dem jetzigen Chef des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, Meyer Plath. Also du siehst an meiner assoziativen Ausdehnung, dass ich das nicht sehe. Ich hoffe es, aber ich sehe es nicht. Die SPD, wenn sie Reste von Konsequenz hätte in Sachsen und in der Koalition bleiben wollte, müsste doch sagen, unter einer Bedingung, wir übernehmen das Innenministerium, ändern das, der muss entlassen werden und von meinetwegen kriegt er das blöde Wirtschaftsministerium, das wolltet ihr immer haben. Dann kümmert euch um die Wirtschaft und wir kümmern uns jetzt um Strafverfolgung und all das. Müsst ihr doch theoretisch sagen können. Ja, in Thüringen ist das ja geschehen. Man hat versucht, das Innenministerium sogar Dorothea Marx zu geben, die eine fulminante Aufklärerin ist. Und jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss an eins der Kernprobleme gibt, nämlich die Verbindung von Neonazismus, Gewalt und organisierter Kriminalität, einschließlich der Kinderpornografie. Ein ungeheures Verbrechen durch Tino Brandt und andere, das unzureichend aufgeklärt ist. Ein Satz vielleicht noch dazu, wenn es gestattet ist. Tino Brandt hat, wie Dokumente zeigen, Berichte zeigen, in Erfurt, in einer Straße, die mit dem Buchstaben T beginnt, graumelierte und nicht graumelierte Männer an unter anderem rumänische blondierte Jungen, denen man den Pass abgenommen hat, herangeführt. Und das belegterweise in 66 Fällen, weswegen er verurteilt ist. Und in vielen anderen Fällen, die nicht belegt sind, vermutlich auch. Das ist der Skandal im Skandal. Und die Wirkung ist, dass das Schweigekartell umso hermetischer ist, so wie wir es vom Sachsensumpf nicht aufgearbeitet gesehen haben. So, das heißt, wir haben das, was Dorothea Marx dann nun angeht und zu Recht angeht. Wir haben ähnliche diffuse Beobachtungen für Baden-Württemberg zu machen. Und es ist die Hoffnung, dass die rot-rot-grüne Regierung mit dem Innenminister und mit dem neuen Chef des Landesverfassungsschutzamtes in Thüringen da schrittweise eine Veränderung der Politik, eine Aufklärung durchsetzt. Und wir sehen natürlich Grenzen, die wir in Sachsen nicht sehen, durch diese Regierung. Das sind erste Ansätze, leider nicht mehr. Man hätte sich mehr erwarten können, aber es gibt immerhin in Jena auch über Matthias Quent und andere
eine systematische Beobachtung der gegenwärtigen Phänomene von Pegida, AfD und Rechtsextremismus. Und insofern besteht die Chance, wenn es konsequent durchgehalten wird, wofür es Hinweise gibt, dass wir da in einem der besonders betroffenen Länder eine Drehung bekommen zu mehr Sicherheit vor diesen sowohl terroristischen wie infamen anderen Verbrechenssorten. Wie müsste deiner Meinung nach die Linke in Deutschland und in Europa vorgehen, um ihrerseits wirksam gegen die Rechtsentwicklung vorzugehen? Sie müsste eine soziale Alternative bilden. Sie müsste das machtmäßig durchsetzen, dazu kompromissfähig sein, also mit den Angeboten, die es in diese Richtung jenseits des Austeritätskurses gibt. Wenn sie das schafft, ist sie politikfähig und kann tatsächlich in einer sehr bedrohlichen Situation Europas gewissermaßen die Situation für die sozial Vernachlässigten, vor allem in den Südländern, drehen, und zwar im eigenen Interesse, im eigenen sogar ökonomischen Interesse der Deutschen, durch eine Lokomotivfunktion für Wachstum, Beschäftigung, Ausbildung, Bildung, Veränderung der Jugendarbeitslosigkeit, eben nicht nur in Deutschland, sondern in Spanien, Portugal und in Italien und auch in Griechenland. Aber dazu muss es ein Ende haben mit dem durch nichts mehr gerechtfertigten Austeritätskurs Schäubles. Ich habe mir immer gesagt, wir brauchen für den Süden einen Marshallplan, also ja, das Gegenteil von Austerität. Ja. Und wenn du da mal in Griechenland warst, in Spanien und Portugal, findest du bestätigt. Ich weiß es von Portugal. In Portugal ist mehr als 50% der jungen Leute sind arbeitslos. Na, wenn ich die nach der EU frage, kann ich mir schon die Antwort vorstellen. Ja. Und wenn man das jetzt, wenn ich das noch zu deiner Frage ergänzen darf, wenn man das jetzt adressiert, wenn man jetzt sagt, wir haben das vor, wir als Sozialdemokraten, wir als Martin Schulz-Anhänger, wir als Grüne, und es gibt viele, die das wollen, wie ich in einem Gespräch eben nochmal bestätigt bekommen habe, und wir erst recht als Linke, dann besteht realistisch die Chance, wenn man das klug macht, wenn man nicht jetzt sagt, wir machen Rot-Rot-Grün, aber es nach der Wahl macht. Jedenfalls, wenn man gemeinsam ähnliche Perspektiven in den Wahlkampf einbringt, getrennt oder zusammen, je nachdem, was klüger ist, dann besteht diese Chance, und das ist eine späte Chance für Europa. Denn sonst bricht Europa auseinander mit allen negativen Wirkungen für eine Nation wie die Deutsche, die von diesen Exporten in und nach Europa abhängig ist. Und dies unter den Bedingungen, dass wir den Druck von Amerika haben, den Druck von Brexit. Also diese Chance ist eigentlich einmalig für die Linke, für die demokratische Linke, zu der ich, du gestattest es mir, die Sozialdemokraten zähle. Ich will dir mal zwei, drei Thesen nennen von mir, mit der Bitte, dass du entweder sagst, was mir viel lieber wäre, du stimmst überein, oder sagst, alles Mist, oder was dazwischen. Also, ich sage, wer nicht kompromissfähig ist, ist nicht demokratiefähig. Und dann sage ich, wer zu viel Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Da den richtigen Weg zu finden, ist die eigentliche Kunst. Zweitens. Ja, das ist ein wunderbarer Spruch. Ja, ich weiß. Praktisch ist es sehr schwer, aber ich habe da so Leitlinien. Okay, jetzt weißt bin ich du, gespannt. Also, na, zum Beispiel, Teilnahme an einem Krieg auf Beschluss der UNO würde unsere Identität zerstören. Geht nicht. Also auch wenn der Sicherheitsrat sagt, ja, da darf jetzt einmarschiert werden. Also es gibt wie so kurz darf ich antworten? Ja? Ich bin ja noch nicht fertig. Ach so. Also ich wollte sagen, es gibt mehrere. Oder wenn wir sagen, wir senken den Mindestlohn. Oder wenn wir sagen, wir reduzieren den Kündigungsschutz. Also Schritte, die in die falsche Richtung gehen, die gehen nicht. Der Kompromiss besteht darin, dass Schritte, die entweder gar nicht gegangen wären, also weder in die falsche noch in die richtige Richtung, oder dass Schritte in die richtige Richtung zu kurz gegangen wären. Das muss man akzeptieren.
Zum Teil sind unsere steuerpolitischen Vorstellungen natürlich auch leicht abenteuerlich, aber das lasse ich jetzt mal alles weg. Die habe ich jetzt nicht gelesen für heute. Ja. Ist auch nicht wichtig. Aber was anderes ist wichtig. Und jetzt kommt meine eigentliche These. Ich glaube, dass Frau Merkel die Union sozialdemokratisiert hat, was ein Problem geworden ist. Und ich glaube, dass Schröder und seine Nachfolger die SPD entsozialdemokratisiert haben, was ein noch größeres Problem geworden ist. Ich glaube, dass wir die Union in Opposition schicken müssen und dass sie wieder eine konservative Partei sein muss. Ich sage dir auch warum. Ich habe gar nichts gegen Fortschritte. Wenn Konservative immer fortschrittlicher denken für gleichgeschlechtliche Ehen sind, alles wunderbar. Die historische Aufgabe der Union besteht, den Hauptteil ihrer Wählerinnen und Wähler mitzunehmen. Wenn sie 1 Million Wählerinnen und Wähler zurücklässt, die dann die AfD wählen und sagt, wir haben ja dafür 1 Million von der SPD gewonnen, hat sie ihre historische Aufgabe verletzt. Und die SPD hat ihre historische Aufgabe verletzt, weil sie sich hat entsozialdemokratisieren lassen. Die Agenda 2010, alles das kommt von der Sozialdemokratie. Deshalb sage ich, die Union muss in die Opposition geschickt werden, sie hat eine andere Aufgabe. Und wir müssten so viel Druck ausüben auf die SPD, ich merke deine Unzufriedenheit, deshalb rede ich sofort weiter, auf die SPD, dass sie wenigstens wieder so sozialdemokratisch wird, wie sie unter Willy Brandt war. Und dann müssen wir mehrere Dinge schaffen. Aber das Wichtigste ist einen sozialen Schub. Wir müssen den größten Niedriglohnsektor in Europa und die prekäre Beschäftigung überwinden. Dazu brauchen wir mehr Steuergerechtigkeit und das Ganze, das ist die Schwierigkeit, was ich immer meinen Linken versuche zu erklären, muss im Bunde mit dem Mittelstand geschehen. Wenn wir den Mittelstand, der 90% der Arbeitsplätze stellt, nicht die komischen Konzerne, wenn wir den verprellen, haben wir das Ganze verloren. Das geht nicht. Das ist die eigentliche Kunst. Und deshalb sage ich, wenn die Union sich um den konservativen Teil der Wählerinnen und Wähler der AfD kümmert und wir den Abgehängten, die sich entweder so fühlen oder die es sind, das Interesse nehmen, die AfD zu wählen, weil wir ihre Situation verändern, dann könnten wir wirksam etwas gegen den Rechtsextremismus in Deutschland tun und das, da stimme ich dir völlig zu, ist die wichtigste Voraussetzung, um etwas gegen den Rechtsextremismus in ganz Europa zu tun. Das war jetzt aus einer Kurzfrage- und Antwortspiel, wie du es angekündigt hast, eine programmatische Rede, wie ich sie von dir liebe. Aber recht kurz für meine Verhältnisse. Ja. Dennoch darf ich da so einige kleine, ja? Ja, du darfst, ja. Ich muss es ja dürfen lassen. Ja, natürlich, ja klar. Bin ja auch gespannt darauf. Also ich fange mit den Schwierigsten an. Ich bin auch für Frieden. Wir haben gesehen, an verschiedenen Kriegen, vor allem dem Afghanistan-Krieg und dem Irak, der Irak-Aggression und anderen. Libyen, ja sehr. Dass auch mit Sicherheitsratsresolution, das dann von den Akteuren, in diesem Fall Frankreich und Großbritannien, so exzessiv ausgenutzt wurde, dass damit die UNO sozusagen weichgeschossen worden ist und damit sozusagen die Reputation und das Referenzsystem der Vereinten Nationen fast gebrochen ist und das wieder zu restituieren sehr viel schwieriger ist, als wenn man sich vernünftig verhalten hätte. Es spricht also im Moment die Erfahrung nicht dafür, dass irgendein nächster Kriegseinsatz auch von den Vereinten Nationen beschlossen sozusagen angesichts der Akteure tatsächlich gerechtfertigt, maßvoll, verhältnismäßig, all das, was Kriegstheoretiker so verlangen, durchgeführt würde. Es gibt für mich eine Ausnahme, da ist immer eine Kontroverse denkbar. Ich fand, dass wir sehr viel eher hätten beim Genozid gegen die Muslime in Bosnien das eine oder andere mehr tun und auch von Kohl verlangen können müssen, um das einzuhegen. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Ich will das nur andeuten. Ich will auch andeuten, dass wenn ich den Eindruck haben würde, was mich jetzt überfordert, das genau zu wissen, dass wenn tatsächlich etwa in Mali
damit tatsächlich die Verhältnisse stabilisiert werden würden, dass ich für einen moderaten, UN-gestützten Blauhelme oder aggressiven Blauhelme-Einsatz im Prinzip diesen für denkbar halten würde, ohne jetzt zu sagen, dass das, was da läuft, gut ist, weil ich da zu wenig Ahnung habe. Also insofern kein absoluter Pazifismus, aber eine Richtung, die mehr auf Frieden setzt und auf präventive und Postkonfliktbewältigung im nichtkriegerischen Sinn. Also das ist für mich das größte Problem, auch dann, wenn es zu Verhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün käme, dass man da sozusagen ein Mindestmaß an Flexibilität auch von den Linken erwarten können sollte. So, nicht, das war jetzt meine programmatische Ergänzungsrede. Damit, der Rest ist relativ einfach. Ich sehe die Sozialdemokratie, siehe Martin Schulz, nicht völlig entsozialdemokratisiert. Ich kann auch den Bürgermeister von Oranienburg nehmen, ein katholisch sozialisierter. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie wurden entsozialdemokratisiert, nicht im Sinne von vollständig, sondern es wurde abgebaut. Okay. Ja. Das meinte ich damit. Und wir sehen jetzt die Chance, durch den Druck im Äußeren, durch die ökonomischen, katastrophischen Wirkungen der Austeritätspolitik, der deutschen gegenwärtig dominierenden Politik, dass sich das verändern kann. Das werden wir sehen. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen nicht, was aus der sozialen Gerechtigkeitsrhetorik von Martin Schulz wird. Aber es ist jedenfalls eine andere als die der Agenda 2010. Und man, es gibt, wenn man die Signale richtig deutet, dann kann man sie, oder wenn man sie positiv deutet, vorsichtiger gesagt, dann kann man sagen, okay, da gibt es Anknüpfungspunkte für linke soziale Politik in Deutschland. Und dann hätte man auch eine Mehrheitsperspektive, die man nicht gering schätzen sollte, auch wenn sie noch nicht sicher ist. Was die Rolle der CDU anlangt, also der Sargnagel für den Verlust der Mehrheitsfähigkeit der Angela Merkel-Regierung heißt Seehofer. Er hat in einer destruktiven Weise bis gestern einschließlich sozusagen sein bayerisches absolute Mehrheitsinteresse nach vorne gezogen und die Machtperspektive der CDU-CSU im Bund damit eminent im Kern gefährdet. Die Ironie heißt, wenn Strauß das erlebt hätte, hätte Seehofer gefeuert. Wenn Seehofer der Merkel ein Straußbild übergibt, dann ist das absurd. Er hätte nie die Machtperspektive der CDU so gefährdet, wie das Seehofer seit einem Jahr tut. Und zwar vermutlich mit Erfolg, also mit Misserfolg für eine weitere Merkel-Perspektive. Das wissen wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen. Also ich finde, es etwas vereinfacht, wenn man sagt, okay, die sollen die Rechten holen. Nein, sie sollen nicht so eine selbstdestruktive Politik machen. Dann braucht man nicht so weit ins Konservative zu gehen. Die Nationalkonservativen sind nicht mehr so verbreitet. Das ist ja der Vorzug einer Durchdemokratisierung zu großen Teilen in der deutschen Bevölkerung, vielleicht mit Ausnahmen in Bayern oder Baden-Württemberg und in einigen anderen Ländern, klar. Insofern ein kleines Vorsichtsausrufezeichen. Wenn man die CDU ein Stück weit nach rechts rücken würde, würde das sozusagen den Spielraum für demokratische und soziale Politik erhöhen. Vorsicht. Wir sind nicht wir haben die Martin ich Hohmanns, will, dass sie sich um die Leute kümmert und sie mitnimmt. Ja, gut. Das ist ihre Aufgabe. Ja, aber das kann man auch mit einer Politik, die sozial sensibel ist. Das können CDUler immer wieder. Das zeigt sich auch in der CSU. Auf der Ebene eins drunter. Das zeigt sich auch im Umgang mit Flüchtlingen in der CSU, den Landräten, nicht an der Spitze. Also das heißt, sie müsste besser aufgestellt sein, weniger ideologisch sein,
Und natürlich ist sie sowohl sozial-konservativ wie liberal, wenn sie es gut machte. Also mehr braucht sie gar nicht. Aber das macht sie natürlich nur begrenzt. Und was die SPD anlangt, da habe ich ja schon was zu gesagt. Im Kern stimme ich dir zu, ein sozialer Schub, der tatsächlich die negativen Wirkungen der Agenda-Politik, die Altersthematik, die immer stärker wird, die Perspektiven, ein aus der Niedriglohnperspektive rauszukommen, zum Zentrum macht und das zum Kern des Wahlkampfs der drei oder aller demokratischen Parteien, aber in Sonderheit der Sozialdemokratie, der Grünen, wo viel zu tun ist, und der Linken. Meine letzte Frage. Was sind deiner Meinung nach die Folgen des Ausgangs des NPD-Verbotsverfahrens? Ich finde, das Bundesverfassungsgericht hat es sich sehr viel zu leicht gemacht. Man hätte vor 3 Jahren in Debatten um das Bundesverfassungsgericht sagen können, wir wollen das nicht mehr so wie in den 50er Jahren. Der Bundesrat ist de facto in eine Falle gelaufen, indem sie die Kriterien der 50er Jahre noch einmal sozusagen versucht haben, als Kriterien zu nennen, um dann für ein Verbot zu plädieren. Sie sind richtig reingefallen. Das hätte man durch kluge Kommentare und Debatten vermeiden können. Was das Urteil selbst anlangt, ist es widersprüchlich. Wir haben auf der einen Seite in der Tat eine sehr geschwächte NPD, sodass man durchaus das Argument versteht, dass man sagt, die sind so schwach, die müssen nicht auch noch verboten werden. Das Zweite ist, dass sie in einer Weise die NPD für neonationalsozialistisch interpretiert haben, wie wir es uns nicht zugetraut hätten, zu sagen, Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus. Wir haben immer dafür plädiert, aber dass das Gericht sagt, ist gut dokumentiert. Was völlig verwaschen und empirieresistent formuliert worden ist, das von Peter Müller, der Teil, der da formuliert worden ist, nämlich, dass die NPD bedeutungslos seien und sie sind Netzwerker der neuen rechten Gewaltwelle, und zwar in Schneeberg, in Mecklenburg-Vorpommern, bei Tügida, bei MVGida und allen. Also ich kann dir 111 Points und Orte nennen, wo die NPD, wo die NPD sehr aktiv war, weil es Überzeugungstäter sind. Die brauchen nicht die Mehrheiten, die machen das aus Überzeugung, diesen Rassismus und die Rückführungsideologie, von der dann andere was bezogen haben, von 9+ mehr Millionen Menschen, die sie zurückgeführt. Das wäre Bürgerkrieg, wenn sie das umsetzen können. Das heißt, die NPD ist keine Gefahr für die Republik und für die Institutionen, aber für die bedrohten Menschen und für die Region, in denen sie aktiv ist, nach wie vor, trotz ihrer Schwäche. Die Debatte insgesamt hat über diesen Charakter des Rassismus einiges gebracht. Insofern bin ich dankbar für die Debatte, die es durch den Anlass der NPD-Verbotsbeantragung gegeben hat. Darf ich einen Satz ergänzen? Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ein Verbot bei einer solchen Partei kommt erst in Frage, wenn sie stark ist, wenn sie Einfluss gewinnt, wenn sie an Macht gewonnen hat, wer stellt dann noch den Antrag? Ist das dann überhaupt noch möglich? Das wäre meine Gegenfrage gewesen. Ja. Wenn ich sage, solange sie schwach ist, nicht, ja, wenn sie stark ist. Und was ist die Folge, wenn sie stark ist, wenn du sie verbietest? Ja. Das lassen sich dann die Leute gar nicht bieten. Also ich bin da auch eher unglücklich, muss ich sagen. Ja. Wollte ich nur sagen. So, und jetzt sind Sie dran mit Fragen. Vielen herzlichen Dank.